Ach, ihr könnt mich alle mal. Ohne Spaß. Wieso müssen eigentlich alle im Weg drin stehen? Ich glaube, ich werde das niemals schaffen. Keine Ahnung, warum die ganzen Wachen... Am Anfang interessiert es überhaupt nicht, ob ich da bin. Und nach dem zweiten oder dritten Templer rasten die komplett aus. Und machen es mir quasi unmöglich. Okay, ich werde mal eben auf dem Weg hier die Wachen alle machen. Und den Bürger retten. Vielleicht hilft mir das sogar. Vielleicht ist das ja, kriege ich ja dann sogar die Bürger, die mir helfen. Mal schauen. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Oh, in der Tat kriegst du wirklich. Und es hat den Vorteil, die Wachen hier stehen nicht mehr. Was macht er? Gut, auf ein neues. Wer könnte das getan haben? Jetzt rennen sogar... Haltet ihn! Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Du elendes Stück Scheiße. Ob ich diese Mission jemals schaffen werde. So. Jetzt sind zwei Templer neben... Was de... Ey, komm. Ich... Hä? Hä? Wieso ist denn der jetzt instant weggerannt? Als er mich gesehen hat. Zeigt euch! Oh nein, wie furchtbar. Alana! Ich werde schon wieder... Ja, war klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr möglich ist. Ach komm, was warte, ich fange jetzt mal von hinten an. Hier ist... Könnte... Keiner sein? Ja, da kommt er. So. Ach, die ganzen scheiß Penner, die herumrennen. Die machen es einem gerade nicht leicht. So. Das Geile ist, ich bin doch gerade an der Wache da vorbeigerannt. Ja? Und jetzt überhaupt nicht interessiert. Drei hätte ich schon mal. Wenn es jetzt wieder schief geht, dann kriege ich aber zu viel. So, einen noch. Ja! Oh mein Gott. Halleluja. Ganz fix abgeben. Ich weiß nun, warum ich dem Clan beitrat. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Nicht gegen alle Männer von Robert kämpfen. Okay. Ich denke mal, das werde ich trotzdem tun müssen. Wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Wie tragisch.
So. Ach, hier kommt jetzt schon wieder so einer, den man zuhören muss. Kreuzritter ziehen durch die Straßen von Jerusalem. Nicht na gut, um erzähl du mal. Kein Übel. Ich trinke in der Zeit was. Bitte nur ein lasset uns diese Gelegenheit nutzen. Nein, redet mit ihnen. Ich habe macht Zugeständnisse. Zusammen können wir endlich den so oft versprochenen Frieden wahrmachen. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf dass wir eins werden. So langsam hast du genug gebrabbelt. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Geht doch. So. Dann lass uns beide doch mal in eine kleine Gasse gehen, um ein klärendes Gespräch zu führen. Ne? Bist du auch voll für, ne? Das stimmt, die waren ja... Also der letzte hat mich doch voll verhauen noch. Aber der ist jetzt gar nicht so schwer. Das war ganz easy. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Tja. Wie konnte das passieren? Das hat mir ja jetzt nicht unbedingt viel gesagt, würde ich mal behaupten. Wobei, er doch was von einer Beerdigung gesagt hat. Das müsste doch dann... Eigentlich müsste das doch dann auch gleichzeitig der Ort sein. Also wo ich ihn finde. Würde zumindest Sinn ergeben. Ja. Bitte, bitte, bitte. Oh, hier sind nochmal zwei Herausforderungen. Die eine hat was mit Laufen zu tun, die andere mit Bogenschützen. Dann nehme ich doch mal lieber zuerst den Bogenschützen. So eine Schande. Da vorne ist eine Flagge. Die nehme ich vorher noch mit. Gut, dass sie so ja, ersichtlich sind quasi. Das hat schon seine Vorteile. Aber wo ist denn unter mir? Ach, da vorne, da ist er. Alter, hier mein Freund. Ihr müsst mir helfen. Malik befahl mir, einige Bogenschützen in der Umgebung zu töten, damit unsere Brüder sich gefahrlos bewegen können. Normalerweise wäre das kein Problem, aber das Begräbnis hat alles verändert. Die Stadtwache setzt ihre besten Männer ein, um für Ruhe zu sorgen. Und mit denen kann ich mich einfach nicht messen. Ich möchte euch um zwei Gefallen bitten. Zuerst tötet die Bogenschützen. Zweitens erzählt Malik nichts davon. Im Gegenzug sehe ich, was ich über Roberts Pläne erfahren kann. Ach, die Bogenschützen sind doch alle Pipifax. Können doch alle nix. Aber ich vermute, hier darf ich wieder nicht gesehen werden. Finde ich jetzt nicht so geil. Vor allem, dass ich schon wieder beobachtet werde. Wohl. Ne, ich glaube, der... Das war jetzt nur der eine, den ich gerade abgemuchst. What the fuck? Haben die Augen im Hinterkopf oder wieso sehen die mich alle? Vor allem.
Habe ich jetzt gerade den falschen? Nee. Hier ist noch einer. Oh, der wird mich sehen. Dann muss er halt ganz schnell, ganz ruhig sein. Einen gibt's noch, den da vorne. Das kann nicht. Das darf nicht wahr sein. Du elender Scheißbogenschütze. Mach einen Abgang. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen, ey. Die Missionen hassen mich. Die hassen mich einfach nur. Also gut. Fangen wir nochmal von vorne an. Ja, ja, komm. Das kann nicht. Das kann echt nicht deren Ernst sein. So kann ich vermutlich jetzt noch nicht anfangen. Ja. Und noch einmal. Wieso guckst du eigentlich direkt in... Das darf doch nicht sein Ernst sein. Wieso guckt denn der jetzt die ganze Zeit in meine Richtung? Du gehörst mir. So. Wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Ach Mann. Ach Mann. Lass ihn nicht entkommen! Hä? Ich dachte, er wäre tot gewesen. Wie kann der noch leben? Oh, fickt euch doch alle. Gib mir... Ey, da kommt jetzt noch einer. Geht mir doch nicht auf den Sack. Ich will doch nur die scheiß Mission zu Ende machen. Herr im Himmel. Er wird mich schon wieder sehen, wenn ich hier hochkomme. Jetzt aber. Jetzt mache ich das. Tötet ihn! Nee, ne? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt gucke ich mir die andere Mission an. Wenn ich ehrlich null Bock habe, das jetzt noch 10.000 Mal durchzumachen. Oh, hätte ich den töten können? Nee. Wieso meinen wir eigentlich alle frech werden zu müssen? Kann ich nicht einfach mal... Schön, euch zu sehen, Bruder. Ihr seid wegen des Begräbnisses hier oder wegen Robert. Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten. Hier ist es ruhig. Vielleicht hat Tarik etwas gesehen oder gehört. Er ist nicht weit von hier postiert. Geht zu ihm. Seht, ob er etwas weiß. Ja, genau das. Jetzt kann ich das wieder knicken, weil ich die Wachen am Arsch hab. Egal, wann ich... Ob ich es überhaupt zu dem schaffe, ja? Die Wachen werden mir übelst einen Strich durch die Rechnung machen, weil ich die Mission nicht abgeben kann. Katzreierwirk. Obwohl, wenn ich ein bisschen... Nee, das hilft mir auch nicht. Oh, vielleicht hilft mir das hier aber. Nein, genau in der Sekunde bin ich wieder für die Wachensieg. Oh.
Ach, komm. Ich hab keinen Bock mehr mit allen zu battlen. Alter, what the f... Spring doch weg! Klammert sich da direkt neben den Wachen an so einen Pfosten. Genius, Alter, ihr Genius. Oh, hier Sackgasse! Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse! Mann. Das ist gerade echt ein bisschen nervig, muss ich zugeben. Also, what the f- Mann. Ich denke mir gerade, wieso hier überall Wachen sind, die voll ausrasten. Ein Templer. Und wieso? Also, wie soll man das denn machen? Das war sicherlich möglich, aber das nervt doch, wenn ich eine Mission zigtausendmal starten muss, nur weil die Wachen viel zu krass aggro gehen. Vor allem, das Schlimme ist auch, es dauert ewig, die zu besiegen hier. Oh, jetzt haben sie aufgegeben.